Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Torchlight 2. Hallöchen. Der Urquelltempel steht uns jetzt bevor. Den bin ich versehentlich im letzten Part schon reingerannt, war eigentlich nicht so geplant. Wow. Eine Horde von Kriegsbestien, Hunden. Oder? Ja, Kriegsbestien. Hündchen. Kleine niedliche Hündchen. Alle abschießen. Da ist hier nicht mal Asche drin. Cooler Effekt hier mit dem Wasser. Ja. Oh, da war ihn. Das sind gerade in einer der Uhren drin anscheinend. Da war was drin. Ja. Oh, eine Bombe. Ne, ein Monster, was wir gleichzeitig mit besiegt hatten. Oh, da kommt ein Schildträger und sowas. Da war eben eine Bombe in der Uhr und ich hab's genau gesehen, wie sie blinkt und explodiert. Huch, echt jetzt? Das habe ich jetzt nicht gesehen. Muss ich ja, mir selber nochmal angucken. Ja, da war die Bombe reingerannt. Ah, na wunderbar. Ich nehme einen Heiltrank. So. Da sind keine Bomben in den Ohren. Oh, Estarianischer oder Schatten. Ja, ein Schatten. Der beschwört irgendwie so Kugeln. Hier sind so komische Geister. Oh. Da sind aber ganz viele Totschleuderer. Ja, und ein paar Schildträger und alles. Oh. Ah, hier ist meine Maus. Yeah. Leben schleudern. Na toll, mein Mana ist alle. Okay. Ich bin jetzt auch Stufe 9 geworden. Die Stufe 10 werden für den neuen coolen Bogen. Ja, da ist ja noch einer. Weiter so. Weg. Gut, dann brauche ich gleich ein, zwei Momentchen, um mal kurz hier zu skillen und so, ne? Yep. Nehmen wir das. So. Nochmal den Blizzard verstärkt. Ich könnte eigentlich mein Tier mal rüberschicken. Zum Verkaufen. So viel, was ich jetzt nicht brauche. Den Sockel hebe ich mal auf. Ah, okay, machen wir das auch mal eben schnell hier. Zack, 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 zack. Das so, die Handschuhe kann ich nehmen. Was habe ich denn für einen Brustpanzer an? Die Blizzard besser. Tauschen wir die aus. Das wollen wir nicht. Kopfgürtel, kommt weg, kommt weg. Ja. Schwimmbogen. Aber den nehme ich trotzdem, weil der hat Sockel. Kann ich gleich mal verbessern. Man merkt aber immer wieder, Torchlight 2 ist auch ein Ausrüstungsspiel. Man so viel Zeit, wie man dann auch teilweise nie einfach investiert darin, in Ausrüstung vergleichen. Genau. So. Ich gehe jetzt die Handschuhe, die bleiben auf jeden Fall mal hier. Mein Begleiter ist auf dem Weg zur Stadt verkaufen. Elektroringe gucke ich mir später mal an. So, Begleiter in die Stadt. Okay, braucht jetzt ein bisschen länger, wahrscheinlich weil wir im Dungeon sind. Ja, oh, könnte ich mir auch vorstellen. So, oben oder unten? Tja, ich würde sagen, wir gehen nach unten. Gut. Aha, da kommt gleich mal ein Monster. Da kommt gleich die das Begrüßungskomitee. Ja. Wir wollten uns und ein Miniboss. Ja, würde ich fangen. Oh ja. Erst so diese Kriegs. Wow. Fertig. Lieber mal weg. Ey, der hat sich gerade teleportiert. Ja, steht auch drunter, dass er sich teleportieren kann. Ah, stimmt, teleportiert. Okay, das macht er auch für einen Angriff. So, jetzt hat er sich wegteleportiert. Oh, da ist noch ein anderes Viech. Ja. Lieber mal einen Heiltrank nehmen. So, hier sind sie weg. Oh Gott, was eine Blutlache eben. Der ist noch nicht tot, ne, der Boss. Der ist noch da hinten. Ja, der ist nur abgehauen. Ach mal, was für ein Feigling. Ich hänge so, mir fest. Jetzt haben wir ihn aber. Prima. Oh, halt. Habe ich jetzt Itemanzeige schon wieder ausgeschaltet? Wo ist das denn? Gegenstände? Nahrungsanzeige für Gegenstände auf dem Boden umschalten sehe ich neben einem normalen Angriff für die Maus. Achso. Ah, okay, danke schön. Ah, das ist besser. Wenn man sieht, was da auf dem Boden überhaupt rumliegt. Denn so ist es manchmal schon ein bisschen schwer zu sehen, was wo ist. Mein Begleiter hat mir mein Gold gebracht. Oh, meiner ist doch auch schon gerade zurückgekehrt. Habe ich gar nicht so drauf geachtet. Ja, der ist vorhin gekommen, als du geguckt hast. Da ist er plötzlich aufgetaucht und hat sich wieder zu dir gesellt. Ah, okay.
Oh, Bombe. Reitschwert. Diesmal bist du in der Bombe stehen geblieben. Oh nee, ich hab sie nicht gesehen. Genauso ging es mir vorhin. Leicht übersehen. Genauso ging es mir anscheinend vorhin. Aber jetzt habe ich die Bombe auch mal gesehen. Irgendwann sehen wir sie beide. Trianischer Schatten. Hier, da vorne kommt wieder so ein Schildträger. Hör auf zu blocken. Das hat am besten funktioniert dagegen. Ich glaube, das Schnellfeuer. Ja, Schild wurde zerschmettert. Geheimraum. Aha. Cool. Mit jeder Menge Gold. Oh, wie viel Gold. Und zwei Truhen. Das aufmachen. Ein Prügel. Ich habe einfach nur einen Prügel bekommen. Und wen darf ich jetzt verprügeln? Puh, ich habe keine Ahnung. Ja, da ist noch was. Boah, diese Geister. Die teleportiert sich auch. Ja, die Geister verwirren einen, wenn sie einen andauernd auftauchen und dann wieder verschwinden und so weiter, denkt das man. Das sind ja auch noch normale Hintergrundgeister, einfach nur für den Tempel, die habe ich die ganze Zeit auch begegnet. Da sind sie schon wieder. Genau, das denke ich mir nämlich auch die ganze Zeit. Und dann sehen die anderen Geister so ähnlich aus und so. Oh. Ja, ich habe gerade einen Besessenen. Okay, der ist in eine Blutfontäne zerplatzt. So, die Gegner werden jetzt auch alle krank. Erledigt, meine ich. Jetzt sind wir doch im Endeffekt nicht zuerst nach unten gegangen, ne? Stimmt, irgendwie sind wir jetzt doch nach oben gegangen. War aber auch besser. So, erstmal die Gegner erledigen. Oh, Stufenaufstieg. Ich wollte gerade sagen, ich habe gehört, du bist eine Stufe aufgestiegen. Ja, jetzt kann ich endlich mal den neuen Bogen nehmen. Ich hänge irgendwie ein halbes Level zurück. Ja, keine Ahnung. Kann ich irgendwie Sachen entzockeln? Entzockeln? Keine Ahnung. Ich glaube, wenn dann nur in der Stadt beim Schmied oder so. Okay, dann habe ich gerade keine Sockel übrig. So, das Schnellfeuer kann ich verbessern, sehr schön. Und ein paar mehr Geschicklichkeitspunkte gibt's. Gut. Gut, dann geht's weiter. Nee, der Bogen, der tut gerade voll blitzen. Cool. Ein Zweihänder. Machen wir mal wieder die Urnen auf. Ja, da ist wieder ein Gegner drin. Wieso muss es immer so heiß sein, wenn ich dieses Spiel aufnehme? Ich habe keine Ahnung. Es wird doch wieder kühler werden. Ach, ich freue mich schon auf den Winter. Ich bin im Winter immer besser. Wenn ich nicht gerade erkältet bin. Ja, die eiseskältesten Tage des Winters finde ich auch nicht so toll. Ich finde irgendwie die Übergangszeit schön, aber die Übergangszeit wird jetzt immer, immer kürzer, habe ich irgendwie so das Gefühl. Ja, irgendwie geht es vom Extrem immer ins Extrem. Ja, genau das. Ich glaube, das wird die letztendliche Auswirkung der Klimaveränderung sein und nicht irgendwie von wegen, dass es alles nur warm wird. Es wird wohl extremer werden die ganze Zeit. Ja, wahrscheinlich wird es im Winter immer minus 20 sein, im Sommer dann immer 40. Ja, super. Ich glaube, dann werde ich wirklich irgendwann mal in ein Land auswandern, wo es konstant ist. Oh, noch ein Geheimraum. Wir sind heute nicht schlecht im Finden von Geheimräumen. Und nur ein paar Astenraum hatten wir ja auch schon. Ja, genau. Das habe ich ja auch schon wieder vergessen, verdrängt. Nicht so schnell vergessen, das war doch gerade noch vor 20 Minuten. Ja. Und eine Truhe. Glücksmünze. Das habe ich noch nicht gesehen bis jetzt. Mhm. Ich auch noch nicht. Ich guck mal, was das ist. Es ist ein Sockel. Gefundene Goldmenge um 2% erhöht. Oh, nicht schlecht. Ich setze es gerade mal in meine Rüstung, die hat nämlich noch einen Sockel. Wir haben eine neue Brustrüstung gerade gefunden, die ich mit Stufe 10 nochmal auch ausrüsten kann. Ich muss noch warten. Noch ein bisschen. Ein großes Brustschwert brauche ich euch nicht. Okay. Ich häng wieder zurück. Oh oh. Oh, da sind Gegner drin gewesen. Ich glaube eher, das Geräusch des Tonöffnens hat ihm Gegner angelockt. Ja, aber das sah aus, als ob die aus der Truhe gekommen sind. Für mich kamen sie aus dem Boden, deshalb habe ich mich gerade ein bisschen verwundert. Oh, was ist eine Musik hier?
Ich meine, es bringt schon die richtige Atmosphäre in diesen gruseligen Tempel. Jo, auf jeden Fall. Eben gab's Schaden. Ah, hier ist eine Sackgasse anscheinend. Ach, dann wohl doch in die andere Richtung. Ah, irgendwo muss es hier noch weitergehen. Ach, bestimmt. Sackgassen gibt's nicht. Okay, ich hab Leuchten. Oh, es gibt gleich noch zwei Wege hier vorne. Ja, toll, rechts oder links. Ja, genau. Der Mensch ist ja immer darauf ausgerichtet, nach links zu gehen. Deswegen sollten wir mal nach rechts gehen. Hier unten scheint auch wirklich nur die Uhren zu sein. Und noch ein Geheimraum. Ein Geheimraum. Mein Gott. Hey, ich bin gut. So, hier sind Gegner, jede Menge. Ich sehe hier nur Gold. Jede also Menge. Bei mir sind viele, viele Gegner. Ich komme mal runter. Guck mal. Ja, mein Mana ist alle. Oh, Partytime. Oh, jetzt greifen sie mich an. So. Zeig das Schnellfeuer. Ja, ich weiß, dass du wenig Mana hast. Ah, hier ist ja Gift auf dem Boden. Ja, der Typ ist giftig. So eine Art Zombie, hm? Ach, das ist ja ein Boss. Ja. So, hat auch wieder rumgegeben. Läuft noch einer. Ja. Um einen einfacher Besessener. Ja. Jedenfalls gibt es hier jede Menge zu sammeln. Jede Menge Gold. Endet da runterlaufen. Über diese Maussteuerung. Sie kann ja praktisch sein, aber manchmal würde ich es bevorzugen, wirklich mit dem WASD zu spielen. So, jetzt haben wir es hier auch fest. Mit den ganzen Geheimräumen. Das dauert ja ewig, das alles einzusammeln. Irgendwann können wir einen Part machen, der nennt sich Let's Loot. Ja, so ungefähr. Oh, hier ist noch ein Schatten. So, jetzt komme ich auch wieder. Und dann haben wir jetzt den Geheimraum auch erforscht. Alter, liegt noch was. Okay. Drei Geheimräume in einem Part. Cool. Kann man ja Geheimraum warnen oder sowas. Und manchmal braucht man auch Glück. So. Ah, mehr Glück als Verstand. Fällt mir ein, habe ich nicht noch Fisch? Ich könnte mein Pet mal wieder füttern und gucken, was aus ihm wird. Boah, ja, könnte man machen. Ich guck mal kurz, halt, ich bin nicht bei Fähigen. Gebrauchshüter. So, Verwandlung. Ach, jetzt ist das so eine Kriegsbestie. Ich habe meine in eine Spinne verwandelt. Es hieß jedenfalls Schakale, also sind diese Kriegsbestien Schakale. Ah, gut zu wissen. So, wohin jetzt? Hier ist gleich der Eingang zum Bossraum. Okay, gehen wir in den Bossraum. Nee, Treppe nach unten erstmal. Das heißt, es gibt hier zwei Etagen, bevor wir beim Bossraum sind. Muss ja auch mal mehr Ebenen geben. Ja, ich glaube, die Dungeons werden fortlaufend im Spiel immer größer. Dass man immer länger drin verbringen muss. So, da sind wir. Dein Pet hat sich plötzlich teleportiert. Aha, ich bin jetzt auch mal Stufe 10 geworden. Klasse. Hat mich auch nur länger braucht. Vielleicht levelt der aber ganz schneller auf. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, woran das alles liegt. Weil dieselben Monster besiegen wir ja eigentlich die ganze Zeit. Ja. Jedenfalls bringe ich mich gleich um, wenn ich so weitermache. Ja, das habe ich mir auch gerade so gedacht. Ich kühle ihn mal ein bisschen ab, damit er nicht so schnell rankommt. Ja. So, gut. Aber es war immer noch nicht der große Boss. Okay, Kurzfähigkeiten. Mal kurz einen Heiltrank nehmen. Ich kann meinen Magma-Speer wieder verbessern. Jetzt hat er auch den ersten Ebene 1 Bonus. Reichweite vergrößert auf 24 Meter. Mehr Fokus. So. Ich brauche Maler zum Abwinken. Okay, dieser Raum ist sauber anscheinend. Haben wir gut geputzt. Die Putzkolonne. Da liegt Gold einfach so auf dem Boden. Da ist wieder was. Und da sagt man, Geld liegt nicht auf der Straße. Tja, also hier schon. Truhen, ein paar Urnen. Mein Inventar. Wir könnten das Gold einfach in einem schönen Häufchen
Verdammt, mein Inventar ist voll. Ja, genau. Dann werden wir wohl mal wieder ein bisschen was in die Stadt bringen. Jo. Das Zeug, das wir eh nicht gebrauchen können. Ich denke mir auch schon so manchmal, was müssen die Schmiede die ganze Zeit denken, wenn da unsere Pets andauernd ankommen und dann damit ja. Taschen voller Zeugs ankommen. Halt, Moment, Stiefel hatte ich da schon gute. Handschuhe. Echte Militärstiefel. Also die eigentlich sogar besser. Kannst du was mit der Kanone anfangen? Ich glaube schon, aber ich habe die schon mal benutzt und die war immer so lahm mit, also hat mir nicht so gut gefallen. Ich schmeiß die Idee trotzdem mal hier nicht identifizieren, sondern hier, zack, liegt eine Kanone für dich. Okay, dann hebe ich sie gleich mal auf. Ich hoffe, du kannst sie sehen, ansonsten muss ich sie dir irgendwie rüberhandeln. So, wo hast du es denn hingelegt? Hier neben die Truhe. Nee, da kann ich nichts sehen. Okay, dann muss ich gucken, wie ich es dir gebe. Ich glaube, man kann hier auf den anderen Spieler für soziale Optionen klicken. Ja, ich hab's grad schon gesehen. Da gibt's dann Handeln. Was? Dann kann ich hier okay machen. So. Und schon hab ich's in dem. Brauch Stufe 14. So, ich habe hier einen besseren Ring. Hab ich gesehen. Das macht der Eispanzer, Elektropanzer und Giftpanzer. Ziemlich nicht schlecht. Oh, eine Infizierungsrolle. So, und ich hatte hier auch einen besseren Helm gehabt. Ich habe hier nur eine leichte Kapuze. Schulterrüstung ist das. Hat hier doch irgendwo die Schulterrüstung? Die habe ich doch aufgehoben. Achso, da habe ich noch nicht die passende Stufe für. Immer muss man warten. Hat das Spiel geschickt gemacht, damit man weiterspielen will. Oh ja. Ich habe die tolle neue Rüstung gefunden, noch nicht die passende Stufe. Ja, stufenmäßig kann man hier ganz schön was machen. 100 Stufen gibt es zu erreichen. Ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet. Was? 100 Stufen? Ja, was für eine Errungenschaft hast du denn freigeschaltet? Keine Ahnung, gibt's da, stand da unten. Aha. Mit der Stufe sind eine ganze Menge. Die meisten Online-Spiele haben weniger. Ich meine, das kann man auch offline spielen, aber es hat ja auch einen Online-Modus, wie man ja eindeutig sieht. Mhm. Was ist das denn hier? Verkess, der Meuchelmörder. Er zaubert Gegenstände mit Gift. Glaub, oh, der hat mir 900 Gold gebracht, mein Begleiter hat mir so teure Sachen verkauft. Tja, mein Begleiter hat mir auch 1000 Gold gebracht. Ah, aha. Wir können uns unsere Gegenstände reinstecken und dann verzaubern. Ich werde mir meinen Bogen mal verzaubern lassen. So. Diesen Gegenstand zu verzaubern versuchen. Übermittelt 10 Giftschaden für ein paar Sekunden. So. Aber man kann ihn auch wieder entzaubern lassen. Ich verzaubere ihn nochmal ein zweites Mal, so. Das Glück ist mit euch. Plus 4 Giftschaden. Okay, ich versuch's noch einmal. 3800 Gold kann ich nochmal machen. Zack. Ich lasse es jetzt bei einem. Eine seltene Verzauberung. So. Plus 17 Giftschaden und übermittelt 10 Giftschaden für 5 Sekunden. Also was habe ich auch bekommen. So, jetzt ist mein Stab unglaublich stark geworden. Aha, meine Eule wird gleich wieder zu ihrer üblichen Form zurückkehren. Gibt's da irgendwie eine Meldung oder was? Bitte? Gibt's da irgendwie eine Meldung oder was? Nee, das kann ich da oben sehen. Da erscheint gerade der Fisch und zählt runter. Ach so. Jo, Tatsache. Ich bin gut darin, sowas zu sehen. Ja, ich nicht. Das ist wohl ein bisschen weibliche Intuition. Mehr zu sehen als man die anderen. Nein, ich sollte nicht die anderen Gegner anlocken. So, hier oben. Da haben wir noch einen, der uns angreift. Und Totschleuderer. Und noch einen Schatten dort drüben. Ja. Und noch einer. Werfen wir ein paar Kleven entgegen. Ein Jagdbogen. Die hören ja gar nicht mehr auf. Nee, nee. So, hier gibt's noch ein bisschen Gold. So, unsere Begleiter sind wieder zurückverwandelt. Und der Part ist zu Ende. Schon? Ja.
Okay, dann müssen wir wohl den Rest des Tempels in der nächsten Folge untersuchen. Dann danken wir euch fürs Zusehen. Und wünschen euch alles Gute. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.